Also schau, Martin, hier auf dem Plan kannst du sehen, wie das Haus umgebaut werden soll. Die Baufirma baut heute neue Wände ein und wir bekommen neue Fenster. Und bis dahin müssen wir alles vorbereiten, damit die Handwerker nachher arbeiten können. Wir fangen hier oben an. Diese Wände hier müssen wir alle abbrechen. Okay, das dürfte kein Problem sein. Wir sollten uns ranhalten. Gut, dann mal los. Mama, müssen wir wirklich alles einpacken? Ja, Lena, aus deinem Zimmer muss alles raus, denn hier oben wird alles abgebaut. Dein neues Zimmer ist später im ersten Stock. Und wo ist mein neues Zimmer? Deins ist auch im ersten Stock. Da, wo Papa und Martin gerade arbeiten. Das muss ich mir erstmal ansehen. Das soll mein neues Zimmer werden? Das ist ja ein total kleiner Raum. Da gibt's nicht mal ein Fenster. Anna, räumst du bitte auch weiter deine Sachen ein? Komm, ich helf dir. Nein, ich räume gar nichts ein. Ich will mein Zimmer hier behalten. Mir gefällt es hier nämlich. Anna, ich kann schon verstehen, dass es dir schwerfällt, aus deinem Zimmer auszuziehen. Aber wir ziehen doch nicht weg. Wir bleiben doch hier. Warum müssen wir denn umbauen? Das ist total doof. Wir haben es nachher schöner. Wir werden ein richtig helles und gemütliches Wohn- und Esszimmer haben. So, jetzt trage ich mal die Kisten nach unten. Was bringt mir ein helles Wohnzimmer, wenn ich nachher ein doofes Mini-Kinderzimmer habe? Du weißt doch gar nicht, wie dein Kinderzimmer so wird. Doch, ich habe es schon gesehen. Es ist ganz klein, richtig doof. Am besten, ihr geht jetzt zu Sarah rüber. Es wird hier gleich ziemlich laut und staubig werden. Oh je, mein Teddy muss aber mit und meine Puppe auch. Hallo. Hallo, kommt rein. Mensch, bei euch ist ja mächtig was los. Ja, leider. Hallo Mia, ich freue mich, dass wir heute mal wieder mit Mia spielen können. Ja, Mia freut sich auch. Wo sind denn Paul und Alex? Na, die sitzen schon die ganze Zeit am Fenster im Wohnzimmer und schauen auf eure Baustelle. Am liebsten würden sie mitarbeiten. Hallo Paul, hallo Alex. Hallo. Sollen wir ein Buch anschauen, Mia? Ja. Das ist eine Ente. Tä. Ja, Mia, eine Ente. Und das ist ein Küken. Piep, piep. Ja, so macht das Küken. Anna, willst du nicht mit uns das Buch anschauen? Nein, ich habe keine Lust. Schau mal da. Wow. Mein altes Zimmer war so schön. Und das hier ist so klein. Ich habe gar keinen Platz zum Spielen. Gut machst du das, Mia. Hallo, wir sind fast fertig. Anna und Lena können jetzt kommen und alles anschauen. Oh, ich bin schon gespannt. Anna schläft schon die ganze Zeit auf dem Sofa. Hoffentlich geht es ihr gut und sie wird nicht krank. Oh je, ich schau gleich mal nach ihr. Hallo Mia, na, habt ihr schön gespielt? Ja! Hallo Jungs. Hallo. Anna. Was ist? Hey, du hast lange geschlafen. Alles okay? Ja. Ihr könnt jetzt mit nach Hause kommen. Wir sind fast fertig mit dem Umbau. Ihr könnt eure Zimmer anschauen. Ich will mein Zimmer nicht sehen. Es ist hässlich. Was? Nein, Anna, es ist total schön. Jetzt komm mit. Du bist noch ein bisschen verschlafen. Ich trage dich. Danke, dass die Mädels bei euch sein durften. Das ist doch selbstverständlich. Tschüss. Wow, das Haus sieht ja ganz anders aus. Ja, das stimmt. Cool. Hallo Kinder. Hallo Papa. Schaut, hier ist unser großes Wohn- und Esszimmer. Schön. Wir haben ja eine neue Treppe. Ja, und dort hinten ist die Küche. Cool. Ach, das Sofa baue ich aber heute nicht mehr auf. Ja, das muss ja auch nicht sein. Das können wir ja noch morgen machen. Und eure Kinderzimmer, die sind oben. Damit die Überraschung noch etwas größer wird, verbinden wir euch jetzt die Augen und dann gehen wir zusammen hoch. So, seht ihr noch was? Nein. Gut. Dein Zimmer, Lena, ist hier. Wow, wie toll. Dein Bett müssen wir natürlich noch aufbauen. Ich habe mein Zimmer direkt gegenüber von Lisas Zimmer. Das ist mega cool. Und Anna, deins ist da. Gefällt es dir? Ja. Oh, das hat ja Fenster und ist doch gar nicht klein. Ja, und hier in den Schubladen können wir dann alle deine Spielsachen einräumen. Oh, wie schön.
Aber was für ein Zimmer habe ich denn gesehen, wo Papa und Martin drin gearbeitet haben? Vielleicht hast du mein kleines Büro hier vorne gesehen, als das Fenster noch nicht drin war. Oh, wahrscheinlich. Natürlich gibt's in diesem Haus noch einiges zu tun. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann schaut auf unserem Insta-Account vorbei. Der ist hier eingeblendet und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss!